Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich habe bis jetzt ein bisschen geshoppt für unseren Nachwuchs, für unseren Bauchbewohner und ich dachte, ich zeige euch das. Es sind eher so, ich würde sagen jetzt mal Standardsachen. Ich habe zwar einige Sachen von Lea, das wisst ihr, aber ich konnte ein paar Bodies rausnehmen, die so neutral weiß waren oder beige waren. Habe ich auch gemacht, deswegen habe ich nur noch ein bisschen noch was dazu gekauft. Und ja, ich zeige euch das. Ich habe eine H&M-Bestellung getätigt und zwar, ja, waren mal hier die paar Sachen dabei. Ich mache es jetzt gemeinsam mit euch auch das allererste Mal auf. Das kam jetzt gestern, glaube ich, an oder so. Als erstes habe ich Söckchen bestellt. In der Größe 10 bis 12, die hatte ich bei Lea auch, nur halt dieses Mal in der Farbe Blau. Ja. Mini kleine Füße, bitte schaut mal, was ist denn das? Ja, auf jeden Fall dunkelblau, so ein mittelblau und ein hellblau. 3 Pack Strümpfe, blau, 4,99 €. Das nächste ist ein mega niedliches Teil, da habe ich überlegt, braucht das, weil es ist ja ein Ende Mai, Baby, wer weiß, vielleicht auch ein Anfang Juni. Da wird es doch recht warm, aber ich denke mir, für abends werden wir das immer brauchen. Und zwar ist das so ein Jäckchen, so eine College-Jacke, die hatte Lea schon zweimal, auch von H&M, auch in so ganz mini klein auch mal. Ja, so sieht es aus, da steht okay drauf, mit Druckknöpfen. Ja. Größe 56, ich wollte jetzt nicht übertreiben mit 56, aber 1 bis 2 Monate, denke ich mir, das könnte hinkommen. Also das werden wir sicher im Juli auch mal hin und wieder anziehen, denke ich mir mal, wenn er so lange die Größe 56 trägt, das weiß ich nicht. Aber guckt mal, wie süß, Mensch. Auf jeden Fall so eine College-Jacke. Ich glaube, die war am teuersten, die hat, nein, war sie nicht. Sweat Cardigan dunkelblau, 14,99 € hat es gekostet. Dann haben wir nächstes Set, das ist mit Body. Set mit Bodies. Ja, wie schon gesagt, weiße habe ich eigentlich genug von Lea. Und auch so ein paar beige, glaube ich. Kann ich euch irgendwann mal in einem Vlog zeigen. Aber so blau habe ich nichts. Und ich dachte mir, vielleicht mal wenigstens ein Set oder 2 Sets in Blau haben. Auf jeden Fall hier einmal ein Wickelbody, mir ist das eigentlich egal. Natürlich ist ein Wickelbody am Anfang praktisch, deswegen ja, habe ich ein Wickelbody. Das heißt aber nicht, dass ich nur Wickelbodies brauche oder kaufe. Und einmal hier in so einem Blau. Einfach ein Set, auch in Größe 56, 1 bis 2 Monate. Lang am Wickelbodies 9,99 € kosten die. Da habe ich noch so ein Set Wickelbodies gekauft, oder? Sind das? Nein, das sind keine Wickelbodies, glaube ich, oder? Doch, ja, sind Wickelbodies. Einmal in weiß mit Buchstaben drauf und einmal in typisch ganz normal schwarz. Finde ich auch recht süß, guck mal. Ja. Das wird auch 9,99 €, das war aus dem gleichen, genau, habe ich bestellt. Dazu habe ich dann noch hier so Höschen gesehen. Ich wollte es jetzt in 56 normalerweise nicht übertreiben, aber ich glaube, das lasse ich jetzt, weil die nächste Größe werde ich dann für den Sommer shoppen, mit Kurzarm-Bodies und so, ne? Weil, wie schon gesagt, ich habe von Lea ja noch ein paar Bodies und Höschen, solche Höschen, ne? Ja, das gleiche wie vorhin, schwarz und weiß mit Buchstaben, nur halt... ja, so Hosen mit so Füßchen, was sicher ganz praktisch ist. Das hatte ich, wie schon gesagt, bei Lea auch. Habe ich auch schon rausgekramt. Muss ich alles dann nochmal, wenn es soweit ist, waschen. Von Lea hatte ich so weiß und weiß-beige gestreift. Und das sind halt auch, war auch im Set bei H&M. Und das ist halt in der Farbe. Und die werden wohl auch Leggings mit Füßen, 9,99 €. Leggings nennen die das. Und das letzte von H&M, mein Kind sucht mich. Ja? Komm her, ich bin in deinem Zimmer. Dann habe ich... In deinem Zimmer! Kommt sie her? Warte. Ein Dreier-Set Pyjama habe ich gekauft.
ohne Füße, okay. Ganz, ganz dünn und weich. Ist das 100% Baumwolle? Das fühlt sich ja mega weich an. Leute, wartet mal. Wir müssen mal gemeinsam schauen. Ja, 100% Baumwolle. Komm rein. Kann man dort Video drehen. Auf jeden Fall, ja, ist 100% Baumwolle. Machst du zu? Beste. Super. Einmal weiß mit so Ankern, mit dunkelblauen Ankern, wie schon gesagt, ohne Füßchen. Ich bin zwar ein Fan mit Füßchen, aber ich fand bei H&M... Ich muss auch ein Haube an. Ich habe mir so ein Ding Käppi aufgesetzt. Das wird jetzt interessant, ne? Ich mag. Warte, Mama dreht schnell zu Ende und dann setze ich dir das auf, okay? Ja. Okay. Auf jeden Fall fand ich bei H&M keine hübschen mit Füßchen. Also das sind ohne Füßchen. Macht man so perfekt praktisch auf. Die hatte ich auch bei Lea, die waren echt praktisch. Auch in Größe, wie schon gesagt, 56. Hier einmal weiß mit Schiffchen drauf. Sieht auch ganz hübsch aus. Und einmal dunkelblau. Und das noch. Mit so einem Anker. Sieht ganz hübsch aus. Auf jeden Fall, dieses Set hat, glaube ich, 1999 gekostet. Dann habe ich vergessen, dass ich diese Schlafanzüge gekauft habe, beziehungsweise ich wollte auch noch Schlafanzüge haben, die Füßchen, wie schon gesagt, unten haben. Und dann habe ich geguckt und geguckt und dann habe ich bei About You mir die App runtergeladen. Eigentlich wegen mir und so, oder beziehungsweise ja, wegen mir, weil ich mich gucken wollte. Ich wusste gar nicht, dass die für Kinder auch Klamotten haben. Also die haben auch für Kinder Klamotten. Auf jeden Fall kam das so an, in so einem Weihnachtsverpackung. Und ja, da war so ein Zweier-Set mit Füßchen, Nightsuit. Kam halt so verpackt an, Größe 56 auch wieder mal. Jetzt wird es laut, es tut mir leid, aber da müssen wir jetzt durch. Hier macht man das auch. Auf jeden Fall sehen die so aus. Oh, wie süß, guck mal. Das sind auf jeden Fall von Name It, habe ich dir schon gesagt. Ja, es steht hier drinnen Name It. Einmal weiß mit hellblauen Autos. Mit Füßchen. Ich mag eigentlich so Anzüge, also so Schlafdinger mit Füßchen. Und wie schon gesagt, bei H&M habe ich nichts Gescheites gefunden. Und nochmal. Genau. Blau mit. Ja. Es ist wirklich sehr blaulastig. Wird sich aber sicher mit der Zeit ändern. Ich dachte jetzt nur irgendwie. So im Kopf, ich shoppe für einen Jungen, blau, 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 ne? So komisch, obwohl Junge auch alle Farben anziehen kann. Naja. Dann war ich beim Kick, weil ich für Lea Handschuhe gesucht habe. Ich suche Handschuhe, die ein bisschen dicker sind für den Schnee. Habe ich aber nichts gefunden, immer nichts. Beim Kick war ich dann. Und dann bin ich halt bei den Jungs vorbeigegangen und habe ich diese Hose gesehen. Das finde ich mega, mega niedlich. Guck mal. So sieht die aus. Auf jeden Fall sieht die so aus. Die ist dann eher so grünlich. Ne? Da habe ich aber jetzt kein passendes Oberteil gefunden. Da würde ich, wenn, irgend so ein neutrales, weißes Top, also nicht mit dem blauen, aber so ein weißes, weißen Body, was ich jetzt von Lea schon gesagt habe, anziehen. Auf jeden Fall ja, mit so kleinen Trägern. Und hier zum, das kann man auch runternehmen, die Träger. Und ja, einfach so eine Sweathose, Jogginghose, ne? Größe 56, das hat 6,49 bei uns und 5,99 in Deutschland gekostet. Dann habe ich beim Kick auch noch so eine süße, weiße Kuscheldecke. Da hat Lea drei davon, mit denen schläft sie ja noch immer. Also die ist einfach mit so Wölkchen und Sternen. Und ja, die hat 5,99, in Deutschland 4,99. Die durfte auch beim Kick mit. Dann kommen wir nochmal zu H&M. Es tut mir leid, weil ich hab's. Achso, es ist ja nur eine Sache noch von H&M. Und zwar habe ich das. Da war ich persönlich dort, sagen wir mal. Ne? Ich habe es jetzt nicht online geshoppt wie die anderen Sachen. Da durfte um 5 Euro so ein süßer Body mit so einem Kragen da oben und Knöpfen, so aus Holz. Und ja, um 5 Euro, wie schon gesagt. In Größe 56 anstatt 6,99. Ja, durfte auch mit.
Dann war ich im DM, jetzt für den Sommer habe ich in der Größe 62, 68 dann hier sowas mit so Elefanten drauf. Das ist halt von der Marke, weiß ich nicht, Alana, 100% Baumwolle. Wie schon gesagt, halt für den Sommer mit Elefanten drauf, ja, auch mega niedlich. Und dann kommen wir noch, das kam jetzt gestern oder so an, Sophie La Giraffe habe ich jetzt für den kleinen Mann bestellt, so sieht's aus. Das ist ja das zum Kauen, das besteht aus 100% Kautschuk oder so. Natural 0 Plus, ja, wollte ich haben, stand auf meiner Wunschliste oben und habe ich jetzt auch bestellt. Echt süß eingepackt, muss ich sagen. Kostet 7 Euro, weiß ich jetzt nicht mehr genau. Ich kann das ja in die Infobox verlinken. Und dann habe ich noch zwei Sachen, einmal ein Fläschchen und einmal Zuzis. Ich will natürlich stillen, ich weiß, da kommen die meisten Fragen auf, wenn man Fläschchen in die Kamera hält. Ich werde natürlich stillen, aber man braucht ja immer wieder ein Fläschchen. Wie immer, auch bei Lea, auch ein Glasfläschchen. Ja, sieht so aus, seht ihr das? So ungefähr. Ich bin ja von Nook überzeugt, ich liebe Nook. Wir verwenden immer Nook, schon seit sie klein war, also seit Lea klein war. Und das werde ich auch jetzt nicht anders handhaben. Ja, dann für Tee, für was auch immer danach die Zeit kommt oder wer weiß auch wie lange ich stille, das weiß ich ja alles nicht. Und dann auch für die Milch irgendwann und ja. Und ein Zuzi, so sehen die aus, blau und weiß, auch 0 bis 6 von Marke Freestyle, ich glaube 5,99 oder so und das auch so 4-5 Euro. Und das war's, was wir jetzt für unseren Wurm gekauft haben. Ich werde natürlich jetzt immer wieder was bestellen, es kommt immer wieder was dazu. Ich zeige es euch natürlich auch, ja. Aber zurzeit war es das. Es ist schon wieder was auch unterwegs. Machen wir gleich zusammen, sagen wir Tschüss, okay? Und ja, dann kommt sicher demnächst bestimmt wieder auch noch ein Babyhaul. Aber das war's für dieses Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne Kommentare in die Kommentarbox. Welches Teil von denen gefällt euch am besten? Ich mag auch mal. Und jetzt sagt die Lea Tschüss. Also nicht, was magst du dann? Ich mag das auch. Achso, warte. Also tschüss und bis zum nächsten Mal. Ich mag das Ding wieder soll. Bitte. Hallo, das ist ein Weingabe. Ui, was war das denn aus? Sache. Sollst du jetzt zeigen? Ja. Das ist Mama Body. Body? Ein Body. Für wen ist denn das? Vom Bruder. Vom Bruder? Das ist eine Puppe. Das sieht man nicht. Komm her. Das ist. Okay, tschüss.